Das Treffen mit dem Liechtensteiner Regierungschef fand kurz vor 12 Uhr am Sitz der Südtiroler Landesregierung statt. Hausherr im Palais Wiedmann war natürlich Landeshauptmann Louis Durmwalder. Ein Besuch, bei dem es neben anderen wichtigen Themen auch um den möglichen Ausbau der Beziehungen auf wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und institutioneller Ebene ging. Ich habe mich sehr gefreut über den Besuch von Regierungschef aus Liechtenstein. Ich glaube, gerade Kleinländer sollen untereinander zusammenarbeiten, sollten sich gegenseitig informieren. Wir wissen ja, Liechtenstein, wenn auch klein, aber fein in der Form, dass sie heute in Europa, was die Zahlen anbelangt, alle mithalten können, überall mithalten können. Und deswegen ist es schön, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Gedankenaustausch zu pflegen. Wir haben heute natürlich über praktische Themen geredet, vor allem was den Verkehr im Alpenraum anbelangt, ja in Europa generell. Wir haben geredet über die wirtschaftliche Entwicklung, sei es der Landwirtschaft, sei es auch der Industrie, sei es auch was die Forschung und Entwicklung anbelangt. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man gegenseitig Kontakte hat, dass man sich versteht, denn letztendlich sind wir alle hier nicht Probleme zu schaffen, sondern Probleme zu lösen. Liechtensteins Regierungschef hat vor allem sehr großes Interesse für die hervorragenden Leistungen Südtirols im Bereich der Innovation und der Bildung gezeigt. Hier gibt es viele Gemeinsamkeiten mit dem Fürstentum. Zunächst freue ich mich über die Einladung meines lieben Freundes Louis Durmwalder. Der erste Besuch einer liechtensteinischen offiziellen Regierungsdelegation hier in Südtirol. Es verbinden uns viele Gemeinsamkeiten, auch historischer Natur, vor allem die Alpen. Wir sind beides Alpler sozusagen und deshalb verbindet uns vor allem auch die Natur. Und wir sehen vor allem die Zusammenarbeit in wirtschaftlichen Belangen, Innovation über den Tellerrand hinauszublicken. Ich habe gehört, dass Südtirol sehr viel auch in Forschung und Entwicklung investieren will. Da können wir sicherlich auch einiges dazu beitragen und das ist auch etwas, an was wir interessiert sind, Innovationen. Ich freue mich deshalb auch morgen, das Forschungszentrum EURAC besuchen zu dürfen. Der Besuch der Delegation aus dem kleinen Liechtenstein dauert 3 Tage. Nach dem Landeshauptmann hat man den Landtag besucht und ist schließlich ins Archäologiemuseum gegangen.